Ja, moin zusammen. Wichtiger Tag heute, Leute. Wir wollen das Rack heute das erste Mal draußen testen. Wirklich mit Modulen dran. Ich habe 3 Stück mit. Leider keine 4, weil Burkhard Schäffler immer noch an dem Klappgestell fummelt. Dauert auch noch ein bisschen. Ja, und Axel hat die letzten Tage auch noch böse Stress gehabt. Ja, es ist immer nur bei Prototypen. Da haben sie ein paar kleine Fehler eingeschlichen. Wir haben auch noch nicht alles beseitigt. Aber wir wollen heute mal einmal sehen, geht überhaupt was? Ja, und nehme ich euch mal mit. Auf zu Axel. So Leute, ich bin gerade bei Axel angekommen. Er ist schon am Vorbereiten hier. Ah, da bist du ja. Hi, moin Axel. Hey Holger, moin. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, man lebt. Ich habe heute mal die Module mitgebracht, wa? Ja, super. Wollen wir ausprobieren, ne? Ja, gerne. Gehen wir bei. Und das ist schon das zweite Rack, ne? Das wäre die zweite Kiste. Ja. Ja. Ja, du hast ja schon alles hingestellt. Cool. Kaffeemaschine auch schon, wa? Kaffeemaschine auch schon. Die ist auch schon warm. Sollte, ja, genau. Du willst das wissen, ne? Ja, gut, ich sag mal, die war eigentlich 10 Minuten war da Wechselrichter am Acker. Ne? Ja. Und dann irgendwann ist die Kaffeemaschine natürlich warm. Dann könnte sie nur ab und zu mal so einen Schluck und das war es irgendwie. Ne? Dann braucht ihr ja nicht mehr viel. Ne? Ja, und das ist, wie gesagt, das, was wir so jetzt in der Entwicklung fertig haben. Ne? Da links haben wir den Prototypen und rechts haben wir das Teil, was irgendwann mal verkaufbar werden soll. Ne? Und Axel, ein paar Probleme waren noch. Du hast mich angerufen. Ja, ich habe mehrere Baustellen noch gehabt. Also einmal der Wechselrichter, der da hinten drin ist. Kann ich ja, zeig mal eben. Warte mal eben, ich muss da hin. Von der Verkabelung ist das jetzt eben produziert. Ja, Leute, so, also genau, ist, so sieht das Ding aus. Da sitzt der 4 kW Wechselrichter drin. Ne? Ja, ja. Und natürlich noch ein bisschen wilde Verkabelung, aber das lässt sich im Moment nicht ändern. Ne? Das ist jetzt erstmal, wie gesagt, weil ich habe das Ding heute, glaube ich, noch 3-mal oder 4-mal ein- und aufgebaut, wieder aufgeschraubt. Also da bist du jedes Mal 10 Minuten bei. Und durch den Wechselrichter hattest du eine Anzeige, eine EMV-Unverträglichkeit, ne? Genau, dann konnte ich zwar die Anzeige angucken da, ne? Ja. Aber ich konnte nicht umschalten. Ich konnte nicht den Wechselrichter ausschalten. Ne? Das ist natürlich blöde dann. Ne? Also ja. Ich konnte den über den Hauptschalter ausschalten. Das geht dann natürlich, aber jetzt nicht über das LCD-Display soweit. Ne? Und über das Handy ging auch noch natürlich. Und FI-Probleme hatten wir auch noch, ne? FI-Probleme habe ich auch noch, so, weil wenn der Wechselrichter an ist und du steckst den Stecker in der Steckdose rein zum Laden, so weit, dann fliegt der FI raus. Das kann natürlich sein. Wir schalten natürlich im Moment noch um. Bei der späteren Version haben wir das nicht mehr. Bei der späteren Version haben wir das nicht mehr, wenn wir dann ganz normal die Sachen weiter betreiben. Da fahren wir grundsätzlich über Akku und Wechselrichter. Und da sind wir auch getrennt von der Geschichte. Es kann natürlich sein, dass bei der Umschaltung jetzt irgendwas schief läuft. Du, da hängt ja einmal dezimäßig dann an Minus dran, so weit, ja. Was dann auch wieder geerdet ist. Entweder, ne? Da weiß man nicht. Ne? Es wird auf jeden Fall Fehlerstrom fließen. Fließt irgendwo Fehlerstrom, ist aber wie gesagt nur im Umschaltmoment. Ich hatte die Programmierung noch so gemacht, wenn der Wechselrichter aus ist und du hast das Ding am Netz dran, dann kannst du noch nicht einschalten. Ne? Ja. Dass da nicht irgendjemand irgendein Trottel mal meint, der müsste oder so. Ne? Dann gut zuhören, Dennis. Dran denken. Entschuldigung. Dennis, ich kenne dich, Dennis, aber. Dennis ist ein Kaufmann. Dennis ist technisch, naja. Und was ich jetzt gesehen habe, das hast du mir im Foto auch schon gezeigt, eine Brücke zwischen den beiden, Akkus, ne? Ja, die musste doch rein, so, weil dann unterhalten die sich und dann merkt der eine Akku auch, wenn der andere schon voller ist als der erste, so weiter. Und du musstest immer zwischendurch. Genau, du musstest wahrscheinlich über die Dipschalter denen sagen, dass da noch ein Akku dranhängt, oder? Ja, das muss man einfach nur einschalten und dann wird die übertragen und das kannst du über CAN machen, so weiter. Das geht auch, ne? Oder eben über erst 4, 5 so weit und dann eine Adresse an so weit. Naja, man lernt halt nicht aus, Leute. Das ist halt die Brücke, ne, die da rein muss. Ne, das lässt sich nicht ändern, damit die beiden Akkus sich unterhalten können untereinander. Ja, Axel, 8 Wochen sind jetzt um, ne? Ja, kommt hin, soweit. Ich glaube, wir haben uns jetzt einen Kaffee verdient, oder? Würde ich sagen, ne? Ja, holst du mal eben Module raus und das ganze Zeug für die Schublade. Ich habe das ja alles mit. Mhm. Dann müssen wir mal eben hinlatschen. Ja, gut. Weil ich weiß ja, du musst ab. Wir sind beide ganz alleine. Erst Kaffee, nee. Erst Module. Stellen wir an deinen Wagen ran oder so, ne? Ja. Jetzt wirst du das erste Mal mit Plastikmodul konfrontiert. Was ist das? Die gehen noch oder was? Was? Die funktionieren oder was? Ja, die funktionieren. Das ist ja. Waren sogar an der Klimakasse. Also Leute, ich bin nicht Hulk oder so, ne? Aber du bist schon kräftig, aber ist schon geil, ne? Aber das ist schon. Also ich hab's einmal schon demonstriert, am kleinen Finger habe ich das Modul gehoben, ne? Ja, dein kleiner Finger ist zu klein dafür. Na, aber ist einfach geil, oder? Ja, das ist tierisch. Ne? Gut, da kommt das Klappgestell jetzt noch zu, ne? Wenn es dann fertig ist. Ne? Aber ist schon geil. Ich würde sagen, stellen wir mal ran, ne? An dein Auto. Ah, ist auch, wir haben ja ein bisschen Glück mit Sonne, ne? Ja, ein bisschen. Adapter brauchen wir gleich noch.
So Leute, hier habe ich den ganzen Kabelsalat. Das sind einmal die Spicon-Kabel. Das sind einmal die Adapter, die wir brauchen. Ja, super, perfekt. Ne? Und dann haben wir hier noch die Gurte, wenn wir die Module sichern wollen. Im Moment geht das natürlich noch nicht. So, jetzt seht ihr schon, das Geile von der Reckschublade. Man kann unheimlich viel Zeug auf einmal vergessen. Und dann müssten wir jetzt ja was sehen, theoretisch, ne? Oder? 32 Watt. Geil. Dann war die Polung richtig. Ohne, dass man darüber gesprochen hat. Ja, wann haben wir schon mal über Polung gesprochen, Axel? Wir probieren da mal aus. Mich hat das in den Jahren, wo wir Veranstaltungen gemacht haben, immer gewundert. Wir haben ja das getrennt gemacht, Leute. Axel hat immer Ton gemacht, ich habe immer Licht gemacht. Und wir haben die Veranstaltung immer hingekriegt irgendwie, ne? Das hat mich immer gewundert. Ja, im Tonbereich, da hatte ich auch viele Kollegen gehabt, so, weil die dann auch irgendwie diese Spielkorn, die Lautsprecher falsch schon angeschlossen haben. Ja. Und dann wird das nichts. Nee, kann ja nicht. Du trägst so keine Bässe zusammen. Nee, wo soll der Bass herkommen, wenn du eine Verpolung drin hast? Ja, ne? Und das hatte ich dann relativ schnell irgendwie auch gelernt irgendwie und dann auch eigentlich immer umgesetzt irgendwie. Ja. Das nervt dann, wenn das nicht passt. Wenn du da mehr Leistung brauchst als eigentlich. So, jetzt. Guck mal, legt das zweite aus. Zweites grün. Zweites grün, also ja. Das haben wir jetzt an Max. 89 schon. Ja, 89. Jungs, es geht voran und wir haben scheiß Wetter. Also es ist nicht schön, bewölkt. Der Nachteil von den Plastikdingern, Axel, ist natürlich, die haben nicht so eine Diffuslichtfähigkeit wie die Aleos, ne? Aleos aber auch wirklich Oberliga. Also, ja, das. Da kommen auch wirklich wenig Module ran, das ja, kann man auch sagen. Dafür ist das vom Gewicht natürlich auch sehr interessant. Ne? Ja, schmeiß in die Schublade. Ja, wir haben jetzt, wie lange sind wir am Fummeln? 8 Wochen jetzt knapp, ja, ne? 2 Monate, ja. So, jetzt das letzte Modul ran. Und Nummer 3, da hast du in 4 gesteckt, ne? Habe ich in 4 gesteckt? Ja, nee, du hast in 3 reingesteckt, aber 4 leuchtet auf. Das muss ich doch nochmal umstellen. ist geil, ne? Ich schraube das jetzt nicht nochmal auf. Ich hab das heute 3 oder 4 Mal aufgeschraubt. Lass das so, ne? Ja, ist so. Das ist ja egal, wenn ich jetzt auf 4 stecke oder so, dann wird wahrscheinlich 3 aufleuchten. Ja, ja, genau so ist es. Genau, da leuchtet 3 auf. So, jetzt haben wir 3. So, was haben wir an Leistung? 133, ja, jetzt ist die Sonne gerade wieder. Ja, okay. Ja, okay, das läuft schon mal, ne? Ja. So, Kaffeemaschine rein. Letztes Mal. So, was machst du zuerst an jetzt? Dann mache ich erstmal eben Kaffee malen. Kaffee malen. Kaffee malen. Also Leute, nur dass ihr es wisst, es ist jetzt wirklich kein Netzkabel mehr da, ne? Du willst auch einen richtigen Kaffee machen, ne? Leistung? Ja, das ist noch nichts. 116 Watt, das ist ja noch nicht viel. Hast du Milch? Jo. Auch richtig viel? Jo, habe ich auch schon angefangen zu schäumen, aber ich muss dann nochmal einen Moment nachschäumen. So. Geil, ne? Das. Ich schaue mal in den Schaum. Ach, den Schäumer hast du auch noch dabei. Ja. So, und was haben wir jetzt? Was macht die Kaffeemaschine? Ja, momentan haben wir nur den Schäumer, das sind mit 400 Watt oder so. Die Kaffeemaschine müsste eigentlich zwischendurch bleiben, weil der zuschalten, ja, wenn die merkt, dass das Wasser kälter wird oder so. Also nur den Schäumer haben wir jetzt dran. Genau, ja, ja. Das, und die Kaffeemaschine heizt im Moment nicht, weil das Wasser schon warm war, ne? Das Wasser ist schon warm, genau, ja, ja. Die kleine Pumpe, die das sind 10, 20 Watt oder was. Ja. Lass gucken, was macht die jetzt? 86. Naja, also der Motor da hier, der braucht nicht viel. Ja, der erste Kaffee, der mit dem Rack zubereitet wird, ne? Geil, und schön geklebt aufs Case rauf, geil, ja. Ja, das, so wie man das damals von den Veranstaltungen kannte. Ja, oh Mann, denk nicht an die Zeit. Und wenn das Mischpult noch darunter war, dann hat wieder irgendjemand rumgezickt oder so. Zimt ein bisschen, ja, ne? Ja, mach mal, alles gut. So, auch auf das Case rauf. So, da die Kaffeemaschine ja schon warm war, hast du noch eine Lampe? Ich hol mal eine. Hol mal eine Stufenlinse oder irgend sowas. Irgendwas, was Leistung hat. Oh, jetzt ist Leistung drauf, Axel. 1100. Ja, aber wieder gleich wieder weg. Ja, hol mal eine Stufenlinse. Ja, das ist auch
so der alte Kram, den man damals mal dann... also ich meine, sowas gibt es heute nicht mehr und eigentlich braucht man das auch nicht mehr. Nein, eigentlich braucht man das wirklich auch nicht mehr, weil der LED heute ist 10-mal besser. Yeah. Jungs, das sind alte Stufenlinsen, 1 kW sind das, ne? Die eine sind 650, die andere sind 1 kW, ich muss mal eben kurz... Ja. Jo, da haben wir... Jetzt wird auch gleich der Lüfter vom Dingser an. So, was haben wir jetzt drauf? Das haben wir 1452, aber ich muss sagen, der zeigt ein bisschen zu wenig an. Ich habe das jetzt nicht ganz abgeglichen, irgendwie ja. Den hätte ich noch mal dreimal wieder ein- und ausbauen müssen. Ja, gut. Das kann man noch mal machen, wenn es ein bisschen... Und wir haben wir können locker Dauerlast von 1,5-2 kW locker fahren, ne? Ja, also knapp 2 kW wird auch Dauer gehen wieder. Ich hatte ja. diese Messwiderstände für den Strom da, ne? die hatte ich jetzt ein bisschen verkleinert, ne? vom Ohmwert und kleinen Lüfter noch reingepackt da. Ne? Und jetzt werden die so bei knapp 2 kW, werden die irgendwie 130 Grad warm und das ist gerade noch in Ordnung so für die Ladeplatte. Ne? Wir machen ja die Zukunft dann auch nicht mit dem 24-Volt-Geschichten weiter. Ja, gib mir meinen Kaffee, alles klar. Ich auch. Ja, danke. Erstmal Axel. Ist ja kein Bier, weil Bier trinken wir ja alle beide nicht mehr. Selten jedenfalls. Ja, Prost Kaffee. Und wir machen ja mit 48 Volt weiter dann, ne? Wir machen mit 48, das ist 24 Volt. Du hast natürlich auch weniger Ströme, wenn wir dann mit 48 ja. Volt, das sind jetzt hier 48 Volt Akkus unten da. Ja. Dann geht das ein bisschen besser, ne? Wobei bei dem Wechselrichter, der ist super, der geht nie kaputt, ne? Der Minwell, ne? Der Minwell, aber der ist auch zickig eingestellt, also so fein eingestellt. Ne? Wenn ich da mit einer 1 kW Lampe rangehe oder so, dann kriegt die nicht gestartet, wenn die kalt ist oder so. Echt, ne? So zickig ist der? Ja, ja. Aber da kommt ja vielleicht noch ein 3 kW an, ne? Die sind gerade am so 3 kW sind die gerade dran, irgendwie, ne? Dann wird das wahrscheinlich erledigt sein, irgendwie, ne? Ich denke, gut, das ist, also Kaltwiderstand von den Lampen ist ja auch extrem hoch, irgendwie, da, ne? Da hast du natürlich auch, extrem niedrig, irgendwie, ne? Ja, ja. Also 1 kW Lampe da, ne? Ja, du hast ja 10-fachen Einschaltstrom. Ja, ja, genau. Ne? Ja, zieh mal raus. Jetzt geht er an. Ja, weil er warm ist. Weil er warm ist. Wenn du mal einen Moment warten lassen. Dann zickt er rum, ne? Dann geht er wahrscheinlich gleich auf Störung. Ja. Moment mal reingucken. So, also wir freuen uns erstmal, Leute. Wir trinken hier einen Kaffee in aller Ruhe. Ne? Axel und ich hier schön mal beim Kaffee trinken. Ich trinke ja selten Kaffee, aber... ist mal notwendig, ne? Dass wir uns mal einen gönnen. Ne? Aber gehen so mit frisch gemacht. Ja, das schmeckt fantastisch. Ne? Also Leute, ich sage euch erstmal, Prototypentest erfolgreich. Kriegen wir hin, läuft. Ja. Und ich sag mal erstmal, wir sehen uns dann eventuell, wenn nicht noch was dazwischen kommt, bei Burkhardt mit den Klappgestellen. Und ansonsten dann, wenn Dennis das Zeug kriegt. Also Dennis, freu dich schon mal drauf. Funktionieren tut's schon mal.